The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Webinarserie Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Zeichnungsbeschriftung in AutoCAD. Die eigentliche Präsentation wird von meinen Kollegen Carsten Sänger und Maximilian Kroner durchgeführt. Hallo ihr beiden. Schon fertig? Startklar? Wunderbar. Ja. Sehr gut. Prima. Hier sehen Sie noch ein paar Bildchen von uns. Aber bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen noch ein paar Sachen kurz vorstellen und zeigen. Also grundsätzlich bei dieser Webinar-Serie ist es so, dass Sie im Fragen- oder Chatfenster jederzeit irgendwelche Fragen stellen können. Die Personen, die gerade nicht sprechen, die werden versuchen, ziemlich sehr zeitnah diese Fragen zu beantworten. Und ganz zum Schluss haben wir noch zusätzlich eine Frage- und Antworteinheit. Die Präsentation wird aufgezeichnet und steht dann als Download zur Verfügung. Sie erhalten, wenn das Webinar zu Ende ist, eine automatisch generierte E-Mail mit dem Link zum Download. Geben Sie uns noch ein bisschen die Chance, dass wir das noch hochladen. Aber dann können Sie es dann runterladen. Spätestens morgen. Weiterhin möchte ich nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir ein deutsches AutoCAD-Forum haben, wo Sie einfach und jederzeit zugreifen können. Expert-Eliten, Partner, die bestimmte Prüfungen bestanden haben, aber auch andere Kunden, Kunde hilft Kunde, beantworten hier Fragen. Hin und wieder ist auch mal ein Autodesk-Angestellter dabei, der auch mal Fragen beantwortet. Das sollte Ihre Quelle sein für den ersten Anhaltspunkt. Auch die AKN-Seite, machen wir es mal ein bisschen anders, diesmal die Reihenfolge. Hier finden Sie jederzeit irgendwelche Hilfe, die Sie haben können. Die ersten zwei Punkte hier, erste Schritte in Lernen untersuchen, da sind hier Videos, aufgezeichnete Videos, entweder für Beginner oder halt auch schon für Fortgeschrittene. Downloads, hier können Sie neben Service Packs und Hotfixes auch zum Beispiel Objekt-Enabler für andere Produkte herunterladen. Wenn Sie zum Beispiel AutoCAD Civil 3D oder Plan 3D Elemente in puren AutoCAD sehen möchten, also wirklich mit den Eigenschaften, dass es nicht nur als Proxy ankommt, sondern eben halt wirklich als Rohr oder Straße, dann brauchen Sie dafür den entsprechenden Objekt, den können Sie hier runterladen oder auch irgendwelche Sprachpakete. Dann Fehlerbehebung. Da kommen Sie dann auf eine Seite, wo Sie dann nach Artikeln suchen können. Wir hier im Support erstellen regelmäßig Artikel. Da kommt einiges zusammen. Pro Person sind das schon so ein paar hundert Artikel, die wir pro Jahr schreiben, pro Person wohlgemerkt. Also wird also auch ständig aktualisiert, während unseres Jobs Fälle zu lösen. Gehen Sie einfach da mal drauf, suchen Sie nach einem bestimmten Problem oder wie geht das. In sehr häufig, sehr, sehr vielen Fällen werden Sie dort fündig werden. Dann das nächste Webinar, gleich mal zum Vormerken, wird am 26. Oktober stattfinden. Das Thema ist noch nicht benannt. Schauen Sie dann einfach auf den Link drauf oder auch bei Ihrer Einladung. Da sehen Sie dann, was es dann für ein Thema sein wird. Wir wissen es selber noch nicht genau. In der mittleren Box sehen Sie noch zwei Links. Zum einen eben zu dieser Webinar-Serie, dann eben die Playlist, da haben Sie nochmal die ganzen Aufzeichnungen und drunter nochmal die ganze, der Link zu den Downloads zum Box-Folder-Verzeichnis und da können Sie auch nochmal das Video herunterladen, beziehungsweise auch auf Beispielzeichnungen oder PowerPoint-Seiten zugreifen, falls es ein Skript geben sollte, heute nicht, dann auch dieses. Auf der rechten Seite sehen Sie vor allem mal unten nochmal das AutoCAD Beta Programm. Wenn Sie, bald geht's wieder los, September spätestens,
Dezember, sagte ich, habe ich September gesagt? Dezember spätestens. Ja, da sehen Sie drei E-Mail-Adressen. Wenn Sie da noch nicht registriert sind, schreiben Sie dahin, dass Sie da teilnehmen können. Dann kriegen Sie dann sozusagen die Beta-Version von der neuesten Version, eben der 2019er dann zum Runterladen. Können Sie ein bisschen ausprobieren schon und auch direkt mit den Entwicklern in Kontakt stehen und sagen, was Ihnen gefällt oder was Ihnen nicht gefällt, wo Sie was verbessern sollten. Eine Möglichkeit für Sie, sich an der Entwicklung von AutoCAD zu beteiligen. Dann, es ist bald wieder soweit. 5. Oktober, das ist eigentlich schon nächste Woche, ne? Ja, ist nächste Woche. Da ist wieder der Autodesk Answer Day. Sie müssen nur auf diesen Link da unten drauf gehen, der da drauf ist, mit auto.de.sk, Answer Days. Dann kriegen Sie nicht nur die mehr Informationen, sondern kommen eigentlich auch direkt auf die Seite dann drauf. Also es findet ein insgesamt Forum statt. Eben zu diesen Produkten, AutoCAD-Produktfamilie, Inventor, Fusion 360, Eagle, BIM 360, Revit, 3DS Max und Maya. Also eine richtig breite Palette diesmal. Autodesk-angestellte Supporter werden wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, als im Forum ihre Fragen zu beantworten. Direkt im Forum. Sie kriegen dann sofort innerhalb von wenigen Minuten dann eigentlich schon mal eine Antwort. Also machen Sie mit. Dann kommen wir eigentlich schon zur Agenda, aber bevor ich da jetzt übergebe an Carsten, an Max, sorry, da möchte ich erstmal noch ein paar Fragen Ihnen stellen. So, da die erste wäre, ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? %91 haben bis jetzt abgestimmt. Ja. Und nein. Ein eindeutiges Nein. Ja, vielen Dank, dass Sie wiedergekommen sind. Da haben wir was in der Vergangenheit wohl nicht ganz falsch gemacht. Dann die nächste Frage. Welche AutoCAD-basierte Anwendungen verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, dann so die Architecture-Schiene oder die Infrastrukturschiene mit Civil 3D, Map 3D oder irgendwas ganz anderes. Okay. Also, die meisten. Zwei Drittel von Ihnen verwenden AutoCAD LT, fast die Hälfte auch AutoCAD, also manche werden beides verwenden. Ja, danke dafür diese Information. Und eine letzte Frage, bevor es losgeht. Wie lange verwenden Sie schon AutoCAD bzw. AutoCAD LT? Weniger als ein Jahr? Zwischen 1 und 5 Jahre? Zwischen 5 und 10 Jahre? Mehr als 100 Jahre? Da will noch jemand eine Stimme abgeben? Nein? Okay. Also, absolute Neulinge sind hier nicht dabei. Ja, mehr als 10 Jahre, 78%. Ich hoffe, Sie lernen noch was Neues. Okay, danke dafür. So, und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Max. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich hoffe, man kann mich hören und auch gleich sehen. Okay, also jetzt müsste man mich sehen können. Ja, es geht heute um Beschriftungen und da fange ich mal mit den Textstilen an. Also im Tab Beschriften sind links oben die Textstile. Die können Sie hier im Dropdown sehen, welche Textstile Sie verfügbar haben. Und über den Knopf drunter, Textstile verwalten, kommen Sie dann in den Textstil Manager. Sie sehen dann hier wieder die Textstile, die Sie verfügbar haben.
Die beiden Annotative und Standard, das sind die Textstile, die immer mit dabei sind. Die sollte man, die kann man zwar bearbeiten, das sollte man aber nicht unbedingt machen, weil wenn man dann Objekte oder die Zeichnung in eine andere Zeichnung reinlädt und man hat jetzt mit die Textstile Standard oder Annotative verändert, dann werden die nicht beibehalten, wenn man es in eine neue Zeichnung einfügt, da werden die dann wieder von der neuen Zeichnung auf den Standard zurückgesetzt. Deswegen, wenn Sie eigene Textstile haben, ist es am besten, wenn Sie da einen neuen erstellen. Sie sehen jetzt, der Annotative, der hat hier so ein kleines Zeichen. Das bedeutet, der ist eine Beschriftung und Beschriftungen, die folgen immer dem Maßstab der Zeichnung. Also wenn Sie den Maßstab ändern, dann ändert sich auch die Größe der Beschriftung, sodass der immer je nach Maßstab gut sichtbar ist. Heute fokussieren wir uns aber auf die Standardtextstile. Also noch kurz, wenn man eine Beschriftung setzen wollte bei einem Textstil, dann geht das hier über den Knopf Beschriftung. Dann sehen Sie, dann gibt es hier auch das kleine Icon dazu. So, wenn ich jetzt einen neuen Textstil erstelle, dann auch noch kurz was dazu. Sie sehen jetzt hier, der Stil 1, den ich erstellt habe, der hat alle Optionen von dem Stil, den ich gerade anhatte, übernommen. Also wenn ich hier jetzt den Annotative nehme und da auf Neuklick, dann übernimmt er die Einstellungen, die schon bei dem Stil, die beim selektierten Stil voreingestellt sind. So. Dann gibt es hier noch einen Filter. Damit können Sie filtern nach verwendeten Stilen. Also Sie sehen dann, okay, der Annotative-Stil ist hier in der Zeichnung nicht verwendet, deswegen ist er jetzt weg. Gehen wir wieder zurück. Dann, Sie können hier die Schriftart einstellen. Zum Beispiel, kann ich mir hier eine neue Schriftart auswählen und Sie können dann sehen, also es gibt hier verschiedene Schriftarten. Es gibt die hier mit dem T davor. Das sind TrueType-Textstile. Die kommen aus dem Windows. Die sind auch in anderer Software wie zum Beispiel Word vorhanden. Und das sind Raster-Textstile, während diese SHX-Stile, das sind Stile, die nur in AutoCAD verfügbar sind, und das sind Vektortextstile. Die sind für manche Drucker sind die besser zu drucken und also generell die Unterschiede zwischen Vektor und Raster, also die haben generell die Vorteile, die auch Vektorgrafiken gegenüber Rastergrafiken haben. Ich will mal den wählen. So, und genau noch ein Unterschied hier beim Schriftstil. Bei Raster-Texten können Sie hier noch verschiedene Schriftstile auswählen. Gerade am besten bei nehme ich mal Times New Roman. Weil hier sieht man es ganz gut. Da gibt es Fett-Kursiv und so weiter. Ja, dann haben Sie hier unten noch die Möglichkeit, Effekte einzustellen. Also Sie können zum Beispiel den Text auf den Kopf stellen, rückwärts schreiben lassen. Sie können auch die Breite ändern. Und Sie sehen das dann immer hier in der Vorschau, wie sich das auf den Text auswirkt. Und hier einen Neigungswinkel einstellen. Bei anderen Texten, das geht jetzt zum Beispiel auch wieder bei dem, den ich vorher gewählt habe, kann man den auch senkrecht einstellen. Gut, dann setze ich den als aktuellen Textstil, speichere meine Änderungen und dann gehe ich zurück in die Zeichnung. So, dann es gibt zwei Möglichkeiten, Text zu erstellen. Einmal die einzelne Linie
Da werde ich dann erst gefragt, den Startpunkt vom Text, die Höhe und die Rotation anzugeben. Und dann kann ich hier Texte eintragen. Und wenn ich dann wieder woanders hinklicke, dann kann ich direkt einen weiteren Text eintragen. So, und dann die nächste Option ist der mehrzeilige Text. Da kann ich dann ein Fenster aufziehen und hier dann einen mehrzeiligen Text 2 eintragen. Und bei dem mehrzeiligen Text, da haben Sie dann auch einige Optionen mehr, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann bei den Editor-Einstellungen den Werkzeugkasten anzeigen, dann sehen Sie die Optionen, die Sie hier dazu, zu diesem mehrzeiligen Text noch dazu haben. Also da gibt es dann viele verschiedene Formatieroptionen, Textgröße und unter anderem auch können Sie hier Ihren Text nummerieren. Und da auch wie Sie es von Textformatierungsprogrammen kennen, da in weitere Zeilen gehen und Unterzeilen bestimmen. Was es auch gibt, sind zum Beispiel, Sie können den ganzen Text kapital anzeigen lassen oder klein. Und Sie haben hier auch die Möglichkeit, Symbole einzufügen. Zum Beispiel kann man hier ein Grad-Symbol einfügen. Das nächste, was ich noch zeigen will, das ist sehr schön, das gefällt mir auch, das gefällt mir sehr gut. Also wenn Sie dann ein Textfeld erstellen und da zum Beispiel den Zeichnungsname eingeben wollen, dann können Sie das Textfeld selektieren und dann über die rechte Maustaste wo ist es? Schriftfeld einfügen. Tut mir leid, es hat etwas gedauert. So, jetzt, also ich will ein Schriftfeld einfügen, um den Dateiname zu finden, da einzutragen. Dann kann ich mir hier bei der Schriftfeldkategorie kann ich mir den Dateinamen auswählen und dann sehen Sie hier oben gibt es eine Vorschau. Ich kann da auch wieder nur Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, nur einen ersten Buchstaben groß. Ich kann nur den Dateinamen anzeigen oder nur den Pfad. Ich nehme mal jetzt nur den Dateiname. Ich kann auch noch die Erweiterung wegmachen, also das .dwg. Das lassen wir mal weg. Und dann sehen Sie hier, wird mir der im Block der Name der Datei angezeigt. Wenn ich den jetzt ändere, ich speichere das mal unter. Dann wird der Dateiname hier direkt als Zeichnungsname verwendet. Es gibt da noch mehrere, diese Felder, die haben noch mehrere Funktionen. Also Sie können auch eigene Felder definieren, hier bei den Zeichnungsprogrammen, Zeichnungseigenschaften. Wenn Sie da auf benutzerspezifisch gehen, können Sie hier Felder definieren mit einem bestimmten Wert, zum Beispiel eine Adresse. Und die dann immer und die dann auch als Felder verwenden. Gut, dann gehen wir mal in eine neue Zeichnung, damit ich die Führungslinien zeigen kann. Eine Führungslinie, da kann ich eben auch eine Beschriftung für ein Objekt
erstellen. Und genau für die Führungslinien gibt es auch, wie für die Texte, gibt es hier Stile. Gehe ich mal hier in die Stile rein. Sie können zum Beispiel hier die Farbe anpassen, das Symbol vorne vom Pfeil, Größe des Symbols und so weiter. Sie können den Führungslinien auch mehrere Punkte angeben. Also Sie können wählen, dass da eben mehrere Punkte verwendet werden. Das zeige ich gleich, wie das dann aussieht. Sie können einen Winkel der ersten beiden Segmente angeben. Also zum Beispiel, wenn ich hier 30 Grad wähle, dann wird der Winkel von der Führungslinie eben im 30 Grad Raster springen. Zeige ich dann auch gleich. Zum Inhalt, hier können Sie dann einen Textstil wählen von den Textstilen, die Sie vorhanden haben. Und da ist zum Beispiel das, was ich vorher gesagt habe, wichtig, wenn man jetzt hier eine Höhe eingibt beim Textstil, dann ist hier im Stil der Führungslinie, kann man die Texthöhe nicht mehr anpassen. Deswegen ist es hier geschickt, im Textstil die Höhe auf 0 zu lassen. Gut, dann schauen wir mal, wie sich der jetzt verhält, die Führungslinie. Also ich gebe nochmal eine an und dann sehe ich, der erste springt in diesem 30 Grad, und ich zeige es nochmal schöner, springt eben in diesen 30 Grad Sprüngen, und dann kann ich auch mehrere Punkte angeben, so wie ich es vorher gemacht habe, so wie ich es vorher angegeben habe im Stil. Und wenn ich nur einen will, dann bestätige ich eben dann mit der Enter-Taste oder mit der rechten Maustaste die Eingabe. Dann habe ich noch die Möglichkeit, an eine Führungslinie weitere Arme hinzuzufügen und die dann auch wieder zu entfernen mit dem Button Führungslinie entfernen. Dann muss ich erst die Führungslinie anwählen und dann kann ich die Führungslinien, die zu entfernen sind, wieder wegmachen. Als nächstes gibt es noch die Option, die auszurichten. Da wähle ich dann die Führungslinien aus, bestätige mit Enter, und dann fragt er mich, an welcher Führungslinie will ich das ausrichten, und dann habe ich die Möglichkeit, die übrigen auf diese Führungslinie auszurichten. Das Letzte, was ich Ihnen heute noch vorstelle, sind die Bemaßungen. Die funktionieren wie die Führungslinien und der mehrzeilige Text auch. Es gibt hier wieder die Bemaßungsstile. Die Bemaßungsstile können Sie dann auch wieder hier verwalten. Da kommt man eben hier über den Bemaßungsstil-Knopf oder hier den kleinen Pfeil dahin. Ja, das war es soweit von mir heute. Ich übergebe dann an den Carsten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Max. Ich mache mal meinen Bildschirm frei und hoffe, man kann alles sehen. Gut, der Max hat ja angefangen bei unserem beschifften Feld in der Multifunktionsleiste mit dem mehrzeiligen Text und mit den Führungslinien. Und ich werde jetzt hier die Bemaßung weiterführen, die Mittelpunktmarkierung und Mittellinie besprechen und kurz zeigen, was bei den Revisionswolken zu beachten ist oder was dort besonders ist. Ganz am Anfang ein kleiner Diskurs, und zwar ist es folgendes. Für die Bemaßungen verwenden wir eigene Stile. Und diese Stile, man kommt im Grunde genommen auf die Bemaßungseinstellungen, entweder auf hier über diese Dropdown-Liste Bemaßungsstile verwalten oder über diesen kleinen Pfeil, den wir hier sehen, Bemaßungs- und Bemaßungsstilmanager aufrufen, oder wer gerne in der Kommandozeile schreibt, haben wir hier unter BEM-Stil den Bemaßungsstil. Also drei Möglichkeiten, die Stile aufzurufen.
Und in den Stilen kann ich bestimmte Dinge festlegen, da komme ich gleich drauf. Und was man allerdings beachten muss, ich mache hier mal eine neue Zeichnung auf und schaue mir die über Einheiten, die Einstellungen der Zeichnung an, was für Einheiten ich mich hier bewege, eine Dezimaleinheiten mit der und der Genauigkeit. Ich stelle das jetzt mal auf Architektur, damit wir hier den Unterschied sehen, was zu den Bemaßungsstilen zu sagen ist. So, und wenn ich das auf Architektur umgestellt habe und irgendwo eine Linie zeichne und diese dann bemaße, ganz schnell, dann sehen wir hier weiterhin kein Architekturmaß, sondern mein Dezimalmaß. Und das ist jetzt der Unterschied. Ich muss darauf achten, wenn mein Bemaßungsstil hat einen anderen Einheiten, und zwar die in dem Bemaßungsstil festgelegt sind. Im Übrigen, der Befehl Einheit ist nicht zu verwechseln mit dem anderen Befehl, der nennt sich DWG-Units. Weiß nicht, ob Sie den auch schon kennen, nur ein kleiner Diskurs. Hier kann ich nämlich festsetzen oder feststellen, welche Zeichnungseinheiten meine Zeichnung haben soll und könnte hier gleich an der Stelle auch meine ganze Zeichnung, zum Beispiel, wenn ich im Millimeter gearbeitet habe, auf Meter skalieren, indem ich hier zum Beispiel jetzt Meter eingebe. Mein Darstellungsformat soll dezimal sein. Ich will drei Stellen hinterm Komma angezeigt haben. Und jetzt werde ich dreimal gefragt, soll eine Zeichnung, die eingefügt wird, skaliert werden, das auf das vorhandene Maß? Ja. Sollen die Zeichnungseinheiten angepasst werden? Ja. Und sollen alle Zeichnungen, Objekte meiner Zeichnungen gemäß der eingestellten neuen Einheit skaliert werden? Und wenn ich hier Ja drücke, wird meine ganze Zeichnung von Millimeter auf Meter skaliert. Wenn ich hier mal Ja eingebe, das ist jetzt irrelevant, das sind die Layouts und Zeichnungseinheiten. Und jetzt habe ich im Grunde genommen, wo ist meine Linie? Hier sieht man es, eine skalierte Linie und die Einheiten sind jetzt 0,09 Meter anstatt 0,9 Millimeter. Gut, genug der Ablenkung. Kommen wir auf die Bemaßung. Und zwar haben wir eben die Eigenschaften der Bemaßung und können diesen ändern. Und es gibt voreingestellt diese beiden Bemaßungsstile, annotativ, das heißt für die Beschriftung, und Standard. Standard sollte, wenn möglich, nur verwendet werden, wenn ich Standard nicht ändere. Das heißt, da machen wir jetzt auch gleich einen Test. Die Auflösung gibt es dann gegen Ende meiner Vorstellung. Wenn ich diesen Standard-Bemaßungsstil ändere, nehmen wir einmal, ich gehe mal ganz kurz rein, ich werde das gleich nochmal etwas genauer erläutern und werde hier jetzt mal ganz schnell irgendwas einstellen, was besonders repräsentativ ist, beziehungsweise ins Auge fällt. Machen wir den Text noch cyanfarben. So, das sehen wir dann ganz schnell. Also wenn ich das jetzt bestätige, dann sehe ich, mein Standardtext hat diesen Bemaßungsstil. Das lasse ich jetzt mal so stehen und zeige Ihnen dann später, was passiert, wenn man diese Zeichnung speichert und zum Beispiel als Block einfügen in eine neue Zeichnung einfügt, was dann mit dem Stil passiert. Gut. Ich werde jetzt einen neuen Bemaßungsstil anwenden oder anlegen. Also ich klicke hier auf Neu und gebe dem dann einen eindeutigen Namen, sodass das, was später passiert, nicht passiert. Ich definiere quasi dem Namen einen eindeutigen Namen, der nicht verwechselt werden kann. Ich lege fest, auf welchem Stil dieser neue Bemaßungsstil basieren soll. Und ich kann hier sagen, soll dieser Stil für alle Bemaßungen gelten oder ich beschränke ihn auf bestimmte Objektgruppen, zum Beispiel lineare Bemaßungen, Winkelbemaßungen, Radiusbemaßungen und so weiter. In meinem Fall möchte ich alle Bemaßungen damit bemessen können. Und jetzt komme ich in diesen detaillierten Manager und hier kann man im Grunde genommen alles Mögliche einstellen und
Das Schöne an dem Manager jetzt seit 2018 ist, ich kann den jetzt etwas größer machen, damit ich das hier besser erkenne, das Vorschaufenster. Und ich habe das Vorschaufenster und jede Änderung, die ich durchführe, die wird sofort mir angezeigt. Also ich sehe sofort, was mache ich hier überhaupt, ohne jetzt hier erst wieder rausgehen zu müssen und wieder reingehen zu müssen. Es gibt für die Bemaßungen eine Reihe von Systemvariablen. Ich gehe mal hier kurz raus. Dies findet man alle unter dem Stichwort DIM und kann dann hier sozusagen auf die Befehle kommen oder auch auf die Systemvariablen. Hier zum Beispiel DIM Scale. Was die Systemvariablen auf sich haben, für die, die es noch nicht wissen, wir haben in den Express-Tools die Systemvariablen als eigenes Fenster und können hier, wenn ich hier unter DIM gehe, jetzt ruhe ich mir eins raus, DIM-Rundung, eine Beschreibung der Systemvariablen und der Funktionen abrufen, was die bewirkt, welche Eingabemöglichkeiten es gibt. Und vor allem, wo ist diese Variable gespeichert? Also diese hier ist zeichnungsabhängig. Manche Variablen werden ja in der Registrierung gespeichert. Gut, mal wieder zurück in unserem Stil. Ah, den habe ich nicht gespeichert. Also fange ich nochmal von vorne an. Webinar, Bemaßung, weiter. Gut. Also, ich möchte jetzt hier einen neuen Stil erstellen, der mir gefällt und der natürlich etwas ins Auge springt. Ich kann hier die Bemaßungslinien ändern, also die Pfeile. Kann sagen vom Linientyp, was es sein soll, vom Block oder von Layer. Oder kann mir direkt einen Typ aussuchen, ob der jetzt hier strichliert ist, punktiert und so weiter. Ich kann die Striche verlängern oder den Basislinienabstand verändern. Ich nehme hier jetzt mal einen Wert von 1. Schauen wir mal, wie sich das verändert. Hier verändert sich gar nichts, sehe ich gerade. Und dann müssen wir wahrscheinlich eine andere Kondition, eine andere Bedingung erfüllen. Bei den Hilfslinien gehen wir weiter auf die, gehen wir eine Farbe, rot-grün, schöner Komplementärkontrast. Auch wieder die Linienstärke und den Linientyp, den wir hier festlegen können. Hier haben wir über die Bemaßungslinie hinaus, das sind die Linien, die hier verlängert werden können, sozusagen. Macht man das wieder auf einen kleinen Wert, 0,2, ist ganz gut. Abstand von Ursprung, Hilfslinien mit fester Länge. Für die Pfeile kann ich mir meine eigenen, also aus der Liste auswählen. Zum Beispiel, ich habe hier der Ausgangspunkt von Pfeil nach Pfeil. Könnte ich mir hier im Grunde genommen genau festlegen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir einen benutzerspezifischen Pfeil zu laden. Ich habe hier einen Block in meiner Zeichnung drin, der einen Pfeil darstellt. Das ist ein ganz normaler AutoCAD-Block. Und der schaut so aus wie so eine kleine Flamme mit so einem geschwungenen Text. S. Also zeige ich Ihnen nachher gerne nochmal. Und kann mir sozusagen meinen eigenen Blöcken meine Pfeilspitzen basteln. Die Pfeilgröße kann ich hier ebenfalls ändern. Nehmen wir mal 0,2, um die etwas größer zu machen, wo das Zentrum ist und wo die Unterbrechungsgröße, Bogenlängensymbol und so weiter. Beim Text sind wir auf die beiden Standardtexte erstmal beschränkt, aber wir können auch jederzeit hier in unseren Textstil-Editor hineingehen und sagen und einen neuen Text auswählen oder einen neuen, diesen den aktuellen ändern. Ich nehme jetzt hier mal irgendwas anderes, am besten eine Serifenschrift. Wo haben wir denn eine? Ah, die ist ganz nett hier. So, die finden wir wieder. Und als aktuell setzen, schließen und schon haben wir diese Schrift. Textfarbe lasse ich jetzt mal zyren, das ist ganz gut wiederzuerkennen. Wir können jetzt die Textplatzierung noch ändern. Soll der Text zentriert sein, oberhalb der Bemaßungslinie, unterhalb oder außerhalb? Demnach je nachdem und die Textausrichtung ebenfalls können wir anpassen. Hier im Anpassen-Tab sehen wir die Möglichkeit,
Regeln zu erstellen, wie der Text und die Symbole platziert werden sollen, wenn es wenig Platz hat. Also wenn der, wenn die Hilfslinien innerhalb, wenn Text und Pfeile zu groß sind, soll Folgendes passieren. Text und Pfeile sollen dargestellt werden. Nur Pfeile oder erst oder nur Text oder Text immer zwischen Hilfslinien und so weiter. Textpositionierung ebenso, wenn es eng wird und ich viele Bemaßungen habe, wie soll der Text dargestellt werden? Oder auch eine Skalierung. Ich kann auch sagen, soll der Text manuell platziert werden, wenn mir die automatische Textplatzierung nicht gefällt. Ich habe einmal Primäreinheiten und dann habe ich einen Tab für Alternativeinheiten. Das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich zum Beispiel einmal ein Dezimalformat haben möchte. Ich kann hier die Rundung einstellen, die Anzahl von Nummern oder Dezimalzeichen hinterm Komma. Ich kann ein Präfix einstellen, was davor stehen soll und so weiter. Ein Skalierungsfaktor. Und ich habe am zweiten Tab die Möglichkeit, Alternativeinheiten zusätzlich anzeigen zu lassen. Und die kann ich hier ebenso eingeben und definieren. Hier habe ich im Grunde nochmal Dezimal, aber habe es mit 25,4, also dem Einheit für Inch und Fuß sozusagen multipliziert. In dem Sinn kann ich quasi beides gleichzeitig darstellen, einmal metrisch und einmal Inch. Toleranzen kann ich definieren für die Skalierung. Soll die Toleranz symmetrisch, die abweichende Grundtoleranz oder nach Grenzen bemessen oder errechnet werden. Die Hilfe bietet hierzu die Möglichkeit, mir mehr Informationen zu geben, was denn die Einstellungen genau bedeuten. Ich gehe jetzt da nicht näher ein, aus Zeitgründen. Eine Hilfe möchte sich jetzt nicht, müsste ich jetzt eingeben, Toleranzen. Dann müsste das erscheinen. Scheint so, dass ich jetzt gerade keine Verbindung zur Online-Hilfe habe, aber ich kann Ihnen sagen, normal geht das. Gut. Also, ich habe jetzt diese Bemaßung hier erstellt, sage bemaßen und jetzt habe ich geht es im Grunde genommen los mit der Bemaßung. Und was ich hier habe, ich kann, wie es früher nur die Möglichkeit war, musste ich quasi für jeden Geometrietyp eine eigene Bemaßung oder eine eigene Funktion aufrufen. Wenn ich linear bemaßen wollte, dann war es die hier. Und dann musste ich im Grunde genommen zwei Punkte definieren, über die ich linear bemaßt habe. Seit einigen Versionen, ich glaube seit Version 2017, haben wir hier unsere Universalüberbemaßung. Das ist quasi die intelligente Bemaßung, die sozusagen weiß schon vorher, was Sie bemaßen wollen. Wenn Sie da drauf drücken, brauche ich zum Beispiel bei einer Linie nicht mehr den Anfangs- und den Endpunkt definieren, sondern nur die Linie definieren und schon wird mir angezeigt, was ich bemaßen möchte. Dasselbe passiert auf dieser Linie hier. Ich kann dann quasi linear bemaßen. Ich kann aber auch hier radial oder den Durchmesser bemaßen, indem ich einfach auf diesen Bogen klicke und dann einfach nur noch meine Bemaßung dahin schiebe, wo ich sie haben will. Wenn ich jetzt mir die Bemaßung anschaue und diese Linien, dann sehe ich, das ist eine durchgezogene Linie und ich kann diese Linien hier jetzt auf verschiedene Arten und Weisen ändern. Einerseits habe ich nimmt diese Bemaßung die Einstellung meines Layers, DIMS, und die Layer-Einstellung für DIMS ist, gehen wir mal auf den Layer Manager. Das ist der aktive Layer, deswegen wurde meine Bemaßung auf dem aktiven Layer erstellt, weil hier steht aktuelle verwenden. Also der aktuelle Layer wird als der Layer verwendet, wo die Bemaßung drauf landet. Und dieser Layer hat eine durchgezogene Linie. Ich kann jetzt hier
wenn ich diese Linie ändere auf zum Beispiel eine strichpunktierte Linie, dann sollte, wenn die Linie lang genug ist, das auch strichpunktiert sein. Also ich kann die Linien, den Linientyp ändern über den Layer. Ich kann den Linientyp ändern, quasi auch für die einzelne überschreiben, indem ich hier in den Eigenschaften für diese einzelne Bemaßung meinen Linientyp ändere. Und wenn ich die Bemaßung erstelle, kann ich auch hier im Grunde angeben, auf welchem Layer diese Bemaßung erstellt werden soll. Im Stil selber, jetzt wird es ganz kompliziert, kann ich ja für meine Linien und meine Symbole und Pfeile ebenso angeben, wo sollen denn die Linien und die Linientypen herkommen, von Layer, vom Block oder will ich einen absoluten Stil hier definieren. Dasselbe für die Linienstärke. Also wenn Sie quasi eine Bemaßung erstellen und Sie sehen, irgendwie stimmt da meine Linientyp nicht oder meine Linienstärke, den ich eingestellt habe, dann kontrollieren Sie mal, auf welchem Layer liegt die Bemaßung, was ist im Bemaßungsstil selber eingestellt und wurde das vielleicht überschrieben. Gut, wir haben noch weitere Funktionen für die Bemaßung. Und zwar sehen wir hier diese Zusatzfunktionen. Das ist einerseits ein Bruch. Ich kann hier, Moment, ich gebe das Ding mal wieder zurück. Das war über die Layer, habe ich das geändert. Da machen wir wieder eine durchgezogene Linie draus. Dann sehen wir das nächste besser. Also ich habe die Möglichkeit, ohne die Bemaßung zu zerstören, einen Bruch einzufügen. Objekt zum Bruch der Bemaßung wählen. Voilà. Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Also nochmal. Manuell. Ersten Bruch, Brechpunkt angeben und den zweiten. Und schon habe ich eine Lücke in der Bemaßung, ohne dass ich hier diese Bemaßung in zwei Teile geschnitten habe. Also das ist immer noch eine Bemaßung. Bloß habe ich hier eine Lücke dazwischen, falls hier irgendetwas anderes sein soll. Der nächste Bemaßungsfunktion ist Platz anpassen. Wenn ich mehrere Bemaßungen habe, die nebeneinander sind, man sieht es hier in der Vorschau, die haben einen Abstand zueinander, kann ich die sozusagen immer mit demselben Abstand platzieren. Ich mache das mal schnell, indem ich hier noch eine zusätzliche Bemaßung hineinsetze. So. Und dann wollte ich auch noch zeigen, dass mit über die automatische Bemaßung auch Winkel, nur durch über das mit dem Überfahren die Winkel gesetzt werden. Entweder ich habe den Innenwinkel oder den Außenwinkel von der Seite. Und sobald das passende auftaucht, muss ich natürlich dann auch klicken und bestätigen. Gut. Wir waren hier bei dem Abstand für die Bemaßungen. Ich bewähle sozusagen meine Basisbemaßung und die zu verteilende Bemaßung aus und gebe dann einen Wert ein von, mache da jetzt mal eine 5 draus und sehe, aha, in einem Abstand von, die wird jetzt in einem Abstand von 5 platziert oder die Lücke wird 5 Einheiten lang. Wenn ich zwei Bemaßungen hätte, wäre die nächste Bemaßung auch weiter oben. Ich kann außerdem hier dieses Unendlich-Zeichen einfügen für eine Bemaßung an der Stelle, wo ich es haben möchte, falls die Bemaßung sozusagen länger ist und man hier sozusagen das Lückenzeichen oder Unendlich-Zeichen einfügen möchte. Wir haben zwei Funktionen hier, um eine Bemaßung zu prüfen. Da werden Prüfmaße angegeben und verwendet und es kann vorkommen, die Bemaßungen sind ja dynamisch verknüpft mit dem Objekt. Wenn sich etwas in der Zeichnung ändert, dass sich aus irgendwelchen Gründen die Bemaßung nicht mitgeändert hat, kann ich hier sozusagen die Bemaßung aktualisieren und regenerieren und dann sollte die auch wieder stimmen an der Stelle. Erneut verknüpfen heißt im Grunde genommen, wenn eine Bemaßung, die Verknüpfungspunkte, das sind die Punkte hier unten, aus irgendwelchen Gründen verloren hat.
So, diese Zeichnung speichere ich jetzt kurz. Die brauchen wir gleich. Und dann komme ich mal auf den Mittelpunkt und die Mittellinie zu sprechen, die auch seit zwei Versionen, glaube ich, jetzt im Programm sind. Ist auch eine Art Bemaßung, aber eigene Objekte. Der Hauptunterschied ist im Grunde genommen der, es gibt keinen schönen Bemaßungsstil oder Manager oder also keinen Editor für den Stil dazu. Für die beiden Stile sind alle Einstellungen über Systemvariablen gesteuert. Und die Systemvariablen sind relativ eindeutig. Man kann sie durch das Lesen schon erahnen, was es ist, aber leider gibt es noch kein Menü dafür, wie mit einer schönen Vorschau. Also Mittelpunkt ist ganz einfach. Ich sage, ich wähle meinen Kreis aus, habe dann meine Mittelpunktmarkierung und kann dann dementsprechend meinen Bedürfnissen oder meinen, was ich gerne haben möchte, hier diese Striche und Mittelpunktmarkierung ändern. Wenn die Größe des Kreises sich ändert, dann ändert sich auch mein Mittelpunkt. Und ja, beim Verschieben, oder ich habe einen anderen gerade verwendet, müsste er eigentlich mitgehen. Den Kreis hatte ich angewählt, genau. Also die Mittelpunktmarkierung ist dynamisch verknüpft mit dem Kreis. Und dasselbe passiert mit der Mittellinie. Die ist auch und bleibt dynamisch verknüpft. Ich gebe quasi meine zwei Linien an, wo ich die Mittellinie erstellen möchte und kann diese dann, so wie ich es gern haben möchte, ändern. Und wenn mein Objekt sich ändert, also einer dieser beiden Linien, die ich angeklickt habe, man sieht hier die grüne Linie, wie sie mitgeht, wird sich immer mit ändern. Das ist das zum Mittelpunkt und Mittellinie. Jetzt noch zwei Worte zur Revisionswolke. Die Revisionswolke wurde auch überarbeitet vor einiger Zeit und wir haben im Grunde genommen drei Möglichkeiten, ein Rechteck und ein Polygon zu zeichnen für die Revisionswolke oder diese Freihand zu zeichnen. Was zu wissen ist oder zu beachten ist, wenn ich eine Revisionswolke habe als Rechteck, dann sind das nicht einzelne Bögen, wie sie früher erstellt wurden, sondern ich habe hier im Grunde genommen ein Rechteck, was ich auch skalieren kann und ändern kann, aber die Bögen an sich, die Bogengröße, kann ich nicht mehr steuern. Das heißt, ich kann sie schon steuern, aber das sind keine einzelnen Objekte. Dasselbe über das Polygon, also hier sehe ich, wo ich die Bogenlänge ändern kann. Die Bogenlänge, mache ich sie mal kleiner, um den Unterschied darzustellen. Und sollte jetzt, wie man sieht, einen kleineren Bogen haben für die Revisionswolke. Zum Unterschied dazu ist mein Freihand-Revisionswolke, wenn ich das Objekt fertig gezeichnet habe. Nein. Sind das einzelne Bögen? Man sieht hier die einzelnen Punkte und kann dann die einzelnen Punkte des Bogens ändern. Was man noch wissen sollte beim Freihand ist, wenn ich langsam zeichne, kriege ich kleine Bögen. Wenn ich schnell zeichne, kriege ich große Bögen. Gut. Und jetzt noch zurück zu meinem allerersten Test mit meinem Standardstil. So, ich habe eine neue Zeichnung auf und wenn ich jetzt über Einfügen meine andere Zeichnung einfüge, meine Webinar-Zeichnung, am Bildschirm bestimmen und in Ursprung, einheitliche Skalierung, stimmt alles. So, und das setze ich auf 0,0. Und was ist passiert? Mein Standardstil hat sich dem, der eigentlich so aussah, hat sich dem vorhandenen Standardstil angepasst. Die Zeichnung hat gesehen, es gibt schon einen Standardstil, dann benutze ich den gleich. Und alle meine Stile haben sich sozusagen so geändert, dass das, was ich hier eingestellt habe, weg ist. Aus dem Grund ist es immer gut,
sich eigene Stile mit einem eigenen Einheit oder einzigartigen Namen zu erstellen, wenn man möchte oder wenn man diesen Effekt vermeiden möchte, wenn die Zeichnung weitergegeben wird oder jemand anders arbeitet damit, dass diese Stile dann plötzlich irgendwo verschwinden. So, das war es eigentlich von meiner Seite und von dem, was ich zeigen wollte. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ich würde sagen, Bernd macht erstmal die Folien weiter und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen direkt zu beantworten. Ja, vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Max, dafür. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. Also, dann machen wir die Folien. Ups. Machen wir dann mal los. Ja. Grundsätzlich, wenn Sie jetzt mal noch Fragen haben und Anregungen an uns, irgendwelche Themen, die Sie haben wollen, dann zögern Sie nicht, schreiben Sie uns entweder unten an die E-Mail-Adresse mit dem Betreff Bilger AutoCAD IQ. Betreff ist eigentlich nicht so wirklich wichtig, es kommt ja bei uns an und wir sehen es dann, aber wir müssen es halt einigermaßen beschriften. Oder gehen Sie direkt oben auf den Link zur Feedback-Seite und geben Sie dort schon direkt einfach was ein. Na, so, eine Abfrage habe ich noch. Na, wo ist es? Will gerade nicht hochkommen. So. Eine Abfrage habe ich noch. Und zwar, haben Sie denn heute was Neues gelernt? So heißt die Frage. Und wird jetzt auch gleich gestartet. Und zwar jetzt. Prozent haben gewotet, vielleicht noch der eine oder andere. Okay, lassen wir es. Also, immerhin 4/5 haben wir es gelernt. Bei den restlichen 20% trotzdem danke, dass Sie dabei waren. Zumindest war es vielleicht auch eine gute Erinnerung. Und manche Sachen verwendet man jetzt auch nicht ganz so häufig. Und es ist immer mal wieder gut, wenn das aufgefrischt wird. Ja, dann sind wir jetzt noch bei der letzten Slide. Questions and Answers. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann legen Sie mal los. Nein, bis jetzt kommen noch keine. Okay, ja, dann danke dafür, dass Sie dabei waren und gerne wieder Ende Oktober bei unserem nächsten Webinar zur Webinarserie erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ. Danke und Wiederhören.